Und Johannes, was gibt es noch? Nichts Besonderes. Was? Erzähl. Ich frage mich, ob alle Gedanken, die in meinem Kopf auftauchen, OP ist. Oder Was sind was die Welt? Mechanismen sind und was ist OP? Was ist Gott und was ist... Das ist immer wieder das Rhodiobees verbundenes Wissen, das bist du letztendlich selber. Das ist immer wieder das, was nicht denkbar ist, was sich seine Informationen anschaut. Das ist immer dasselbe Ich, rot geschrieben. Da gibt es noch Stufen drüber, aber du musst erst einmal die Stufe erreichen. Und am einfachsten fährst du, wenn du dich nur an Fakten hältst. Das heißt, Faktum sind hier und jetzt überprüfbare Tatsachen und dir wird in der Selbstbeobachtung immer mehr bewusst, dass 99,99% von dem, was du in dir aufwirfst, eigentlich nur Interpretationen von dem Daniela-Programm sind, wenn du mit dem Daniela-Programm läufst. Egal an was du denkst, es sind immer wieder die zwei Seiten, es taucht was in dir auf, wo du keinen Einfluss drauf hast, wenn zum Beispiel jetzt dein Handy klingelt. Aber alles, was jetzt folgt, schon der Gedanke an dein Handy aufgrund des Klingels, ist eine Interpretation. Ein zwanghaftes Reagieren. Wer ruft mich jetzt an? Du denkst jetzt jemanden aus und jetzt musst du in dich reinschauen, wie ich immer sage, deinen wirklich tiefen Glauben dir bewusst machen. Das, was glaubt die Daniela, dass da außen auch dann einer da ist, wenn du nicht an ihn denkst. Und deshalb klingelt das Handy. Ja. Und du sollst es nicht verändern, du sollst dir dessen bloß bewusst werden. Es klingt so, als wär ich auf dem falschen Weg, wenn ich mir eben. Ich habe nichts mit richtig und falsch, sondern der Gedanke an richtig und verkehrt ist ein großes Problem. Ich sage immer wieder, dass in dem Moment, wo du einseitig bist, vergisst du deine Heiligkeit. Du kannst nur beobachten, wenn du mit einseitigen Sichtweisen konfrontiert wirst in dir, zu was für einer Sichtweise die Daniela, das Daniela-Programm denn dir. Naja, Und es bleibt einseitig, es bleibt einseitig. also das wollte ich gerade sagen. Also es bleibt einseitig. Nicht Die negativ, sondern. Vollkommenheit ist eben, dass du vollkommen wertfrei, neutral einfach dir bewusst machst, was jetzt da ist. Und du wirst merken, wie massiv hier das Daniela-Programm damit nicht einverstanden ist. Es ist, als ob der normale Mensch, der normale Interpretationsmechanismus nicht damit zurechtkommt, dass alles richtig ist. Es kann nicht alles richtig sein. Wenn man das einmal überwunden hat, ist es unheimlich einfach. Aber das Na, ist ich das denke mir, wenn ich erste jetzt zum große Beispiel Hauptproblem. mit dem Michael Horn da so viele Mails schreibe und dann diskutiert er mit mir so, zum Beispiel Astrologie hat man es jetzt gerade, ne? Und dann denke ich mir manchmal, boah, ich bin ja schon langsam hier mehr OP und so, wenn ich so Matrix-Zufälle habe und das versuche schon anders zu sehen, als ich es ohne Holofeeling vorher gesehen hätte. Denke ich, habe ich hier so eine Erkenntnis, aber der kommt dann oft mit so festgeschriebenen Sachen. Wenn er sagt, Astrologie, da ist auch schon was dran. Aber das ist doch alles Matrix. Zweites Gebot, genauso ist es. Du surfst eigentlich schon auf einem gewissen intellektuellen Wissen, das du in dir vorfindest. Hättest du das Wissen nicht, würdest du dir das nicht ausdenken. Das, was in deinem Schwamminhalt drin ist, das heißt, das Genau. Programm, das du zu durchschauen hast, das, was gegeben ist, das Leben, das du zu leben hast, das ist wie wenn du ein Buch liest. Und nochmal, was ich am Anfang als Schwamminhalt interpretiere, was ja noch ein zeitlicher Parameter ist, dass du im Lauf deines Lebens, das du dir jetzt ausdenkst, Wissen anhäufst, ist nicht so. Du häufst ja das Wissen, wenn du ein Buch liest, nicht an, sondern das ist vorher schon da und du durchschaust etwas, was du nicht kennst. Und das ist Stück für Stück tauchen dann die Sachen in dir auf. Und du wirst immer wieder merken, schon die Frage jetzt, pass auf, ich mache rein raumzeitlich, wenn du dir jetzt Video anschaust, Alpenparlament, musst jetzt nicht merken, Lichter. Und da kommt diese extreme Geistlosigkeit, dass hier diese Arroganz ist, dass das erste Mal ist, dass er sagt, wie im CERN, in den Teilchenbeschleuniger, die sind alle von der Sackgasse, weil man muss sich zuerst einmal fragen, wo kommen die Atome her? Es macht keinen Sinn, dass man Atome aufeinander schießt, sondern man muss sich zuerst einmal fragen, wo kommen die Atome her?
Und diese Frage setzt eigentlich schon, wenn du sehr aufmerksam jetzt dieses Gespräch belauscht, voraus, dass der danach fragt, wo die Atome hergehen, der glaubt, dass da Atome sind. Unabhängig von ihnen, auch wenn er nicht dran denkt. Fakt ist, es hat noch nie irgendjemand ein Atom gesehen. Das ist schon ein Glaubenskonstrukt. An Atome zu glauben, ist ungefähr genauso schizophren, wie wenn einer sagt, ich glaube an Gott und stellt sich irgendwas unabhängig von ihm Existierendes vor. Ja. Das ist schon ein Grundglaube, da ist der Ansatz schon falsch. Ja, los. Weil du permanent davon ausgehst, dass unabhängig von dir da außen ein Universum ist, dass dein Gehirn da ist, wenn du nicht dran denkst. Und das ist blinder Glaube, das ist Materialismus. Und darüber musst du mit keinem diskutieren. Und wenn du jetzt wieder im Zweifel bist, weil irgendein, per eigener Definition, irgendein Gescheiter in dir auftaucht, ein Professor, wo deine Logik wieder sagt, der weiß ja viel mehr wie ich. Ja. Wenn, das ist alles schön und gut in einem gewissen Fachgebiet, ist es wie ein Computer, aber das ist alles Wischiwaschi-Wissen. Es ist, Komisch Freiheit ist kriegst du, wenn du nur, dich auf Fakten verlässt. naja, mittlerweile denke ich mir, es kann ja echt schon logisch gesehen gar nicht anders sein, als dass alles aus mir kommt. Es ist, wo kommt die Welt her, die ein träumender Geist erlebt? Ja, bloß, jetzt Es ist weiß wie ich die das ein. sogenannte, wo der Materialismus ablehnt, man sagt es in der Wissenschaft, diese sogenannte Creatio ex nihilo. Das heißt, die Schöpfung aus dem Nichts, wird ja komplett abgelehnt von der Naturwissenschaft, weil von nichts kommt nichts. Was hier halt der Parameter ist, ist das, was ich in anderen letzten Selbstgesprächen angesprochen habe, dass immer wieder diese Zwiespalt, wo auf Descartes zurückzuführen ist, die Trennung zwischen Geist und zwischen Materie. Was hier das große Problem ist, dass hier Geist als etwas Seiendes ausgedacht wird und Geist, den du dir denkst, ist schon wieder was Ausgedachtes. Und die Creatio ex nihilo kommt aus etwas, was du nicht denken kannst, das ist die reine Energie. Und das griechische Wort Energie heißt ja inneres Wirken, die innere Wirkung. Das heißt, du musst zuerst einmal dir klar machen, dass ich immer wieder sage, der träumende Geist, den wir uns jetzt denken, ist auch was Ausgedachtes. Ein träumender Geist ist etwas nicht Denkbares. Es ist nicht einer, der da liegt mit einem Gehirn, der träumt. Das ist schon wieder ein Symbol, das du dir ausdenkst. Wo hat der seinen Traum her? Und da wirst du feststellen, der kommt aus ihm selber, aus diesem träumenden Geist, Bild für Bild. Und jetzt setzt du für Geist etwas, was du eigentlich nicht denken kannst, wenn ich das Wort Geist ausspreche, auch wenn du dir kein Bild davon machen kannst, wie vom Wetter. Das ist immer wieder, das sind so kleine Sätze, check endlich einmal. Ui, was haben wir denn da? Dass also hier jetzt erst einmal glauben muss, dass wenn du wirklich in einer Beobachtung bist, was ist hier und jetzt da? Es ist alles, was du denkst, ist hier und jetzt und es wird von dir angeschaut. Und der, der das anschaut, den kannst du nicht denken. Das ist wie das Wetter. Dass ich immer wieder sage, es gibt keine Möglichkeit, dass du Wetter anschaust. Du kannst wissen, was Wetter ist. Der Begriff Wetter bezieht sich auf eine Kollektion von ganz bestimmten Seinszuständen, die in Erscheinung treten. Und jetzt in Bezug auf Wetter zu fragen, den kann man, das Wort Wetter kann man für die Tasse setzen. Ist jetzt Wetter Sonnenschein oder Regen? Dann sagst du, was ist das für eine blöde Frage? Was ist besser? Was ist richtiger? Die ganzen Fragen stellen sich nicht mehr. Was war vorher und was war nachher? Das stellt sich auch nicht mehr. Wenn du weißt, was Wetter ist. Und es wäre jetzt ein Blödsinn zu sagen, es gibt kein Wetter, bloß weil du das nicht sehen kannst. Es ist eine höhere Dimension, eine Zusammenfassung. Genauso wenig kannst du dich anschauen, unabhängig davon, du kannst nicht einmal den Menschen sehen, der du bist. Wenn du von den Menschen was siehst, dann ist es irgendein Körper von den vielen Körpern, aus denen der Mensch besteht. Da bin ich aber aktuell irgendwie gerade, ne? Das ist das Programm, das du zu durchschauen hast. Und das ist festgelegt. Das ist wie wenn du ein Buch liest. Das heißt, vom Leser aus gesehen gibt es keine Probleme. Die Probleme entstehen erst, wenn du vergisst, was du bist und du verwechselst dich mit diesem Wertesystem Du und dann noch sagst, schlimmer mit einem einzelnen Körper aus dem aber Wertesystem. ist es nicht auch schlimm, ja, sich verwechseln. Naja, hauptsächlich beobachte ich jetzt erstmal den einen bis Charakter. Der Charakter ist ja Ist das es ganze Buch. Also zum Charakter gehören ja alle richtig, der Charakter. Charakter ist das Programm. Ein So, reines also Konstrukt zu dem wäre zum das Beispiel auch Universum. du gehörst jetzt. Selbstverständlich ist der Uno bloß eine Facette in dem Buch, sonst würde ich ja nicht auftauchen in dir.
Das ist jetzt wie eine Figur, ob jetzt da Jesus auftaucht oder Udo auftaucht oder irgendein Politiker auftaucht, ob ein heliozentrisches Weltbild auftaucht, egal was du zu sehen bekommst, das ist diese Datei. Das ist ja gut. Das Aber ist also der Mensch, wie gesagt, der Mensch ist ein komplettes Menschenleben mit allem, was dazugehört, die ganzen Gescheiden, die ganzen Vergangenen, die Märchenfiguren, alles, was in dir in Erscheinung gerät, ist wie wenn du in einem Computer eine Datei abspielst, der Videospiel, ein Film. Ich nehme lieber immer noch das Videospiel, dann bleibt es ein bisschen komplexer, interaktiver, weil beim Film oder beim Buch ist ja so, als wenn du bloß eine einzige Spur hättest. Du musst jetzt wissen, wenn du zum Beispiel als Datei GDA hast, dann bist du jetzt nicht die Hauptrolle des Männchen, das du steuerst, sondern der Mensch ist diese ganze Datei. Und du hast ein bisschen eine Ahnung jetzt von GDA, dass selbst wenn du jetzt ein Spieler bist, dass du nur minimale Bilder von der Datei selber dir anschaust, während du das Spiel spielst, weil es da unendlich viele Möglichkeiten gibt. Du kannst dich jetzt ins Auto setzen und du kannst jetzt nach Paris fahren. Dann wird der Eiffelturm ich auftauchen. sag Das nur ist mal alles auf so, der Datei schon drauf. Du welches rastest Problem. nicht los wie in dem Videospiel. Du surfst mehr oder weniger, du rastest ein statisch vorliegendes Konstruktprogramm. Das ist übrigens nicht Science Fiction, das ist die Wirklichkeit, die du auch de facto überprüfen kannst. Sie setzen mir ja ganz schön viel jetzt mit meinem Programm auseinander, wo ich irgendwie den Eindruck habe, es bezieht sich doch hauptsächlich auf eine spezielle Person. Nicht auf eine Person sowieso nicht, weil eine Person ist ja bloß eine Maske von dem Menschen Daniela. Es bezieht sich erst einmal ganz speziell auf dieses Programm, das du dir anschaust. Und da hängen natürlich auch alle anderen Programme drin. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ins Internet gehst, in deinem Videospiel, okay, und du machst eine Internetseite auf, dann muss dir jetzt erst einmal klar sein, die Internetseite, die jetzt in deinem Bildschirm auftaucht, die kommt aus dieser statischen Struktur deines Programms. Das ist echt Jetzt so. liest du die Internet, jetzt liest du die Internetseite, die ist jetzt, die hat es vorher nicht gegeben. Das ist, Du glaube ich, musst echt immer bei so. jedem Moment, in jedem Moment, mach dir ganz einfach bewusst, warum? Warum ist das jetzt da? Weil das jetzt aufgetaucht ist und jetzt schaust du in dieses Werdeprogramm Daniela rein oder das, was du halt zu sein glaubst, das du zu durchschauen hast und du schaust jetzt, was dieses Programm dir suggeriert, dir glauben macht, wo diese Internetseite herkommt. Ja, Warum aus dem Internet, suggeriert's das da denn außen der? ist, mit dem ich nichts zu tun habe und das hat vorher einer reingestellt und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass jede Internetseite, die du aufmachst, nicht von irgendeinem anderen ins Internet gestellt wurde, sondern das ist eine kleine Facette, ich sage mal, eines ganz bestimmten Charakters. Das, was du nennst, da ist einer, der hat die Internetseite geschrieben und ins Internet gestellt. Das ist jetzt erst einmal wieder nur ein eigenständiger Charakter. Du kannst jetzt hier zum Beispiel auf Verschwörungstheorien-Seiten gehen, du kannst auf wissenschaftliche Seiten gehen, dann diese vielen religiösen Seiten und du merkst, dass da ganz gezielte Charaktere, das eine Internetseite ist immer eine Facette eines ganz bestimmten Charakters, den du dir anschaust, der natürlich auch zu deinem Programm gehört. Dann ist aber mein Programm schon sehr vielseitig. Unendlich. Das ist nicht nur sehr vielseitig, das ist unendlich, das hast du bloß noch nicht begriffen, darum habe ich gerade gesagt, das ist wie wenn ich dir jetzt als dein Leben gebe ich dir das Videospiel GTA und das Einzige, ich weiß noch bei GTA 4, das 5er ist ja noch komplexer und jetzt das Neue ist mit der Ego-Perspektive noch komplexer, es ist definitiv so, dass hier bei dem Videospiel, das es so aussieht, dass du ja nach New York kommst, aus von Italien zu deinem Onkel, Video, ich mache jetzt GTA 4. Und der hat ein Taxiunternehmen und dann fährst du zuerst einmal, arbeitest du als Taxifahrer und dann geht ja das Spiel los, dass du dann hier mit Gangstern zu tun hast und so weiter und so fort. Du kannst dir das Spiel kaufen und du kannst einfach nur Taxi fahren und als Taxifahrer arbeiten und all die bösen Sachen nicht machen. Dann kriegst du natürlich von dem Spiel eigentlich überhaupt nichts mit. Aber es ist möglich, du schaust von den unendlichen Möglichkeiten, die hier da sind, schaust du dir ganz minimal, weil du dich schön an die Regeln hältst, ich bleibe ein Gut und ich verdiene mein Geld mit Taxifahren. Das ist ungefähr deine Situation zurzeit. Du hältst dich ganz, ganz eng in einer Spur. Ich sage immer wieder, du hast so unendlich viele Möglichkeiten, die du ausprobieren könntest mit einem Programm. Da kommt halt dieser Parameter Freiheit ins Spiel. Und ich Nee, sage aber immer wieder, die erste Erkenntnis, Daniel, ich kann immer nur wiederholen, die erste Erkenntnis, solange du dein höheres Bewusstsein nicht anzapfst, du Bewusstsein ist nicht Wissen, solange dir
Was du zuerst einmal in der Selbstbeobachtung erkennen, dass du absolut überhaupt keine Freiheit hast. Das heißt, du Weißt du, wie erkenne reagierst ich in einem das? ganz vorgesetzten Maß, permanent mit einer raumzeitlichen Logik. Und es geht nicht darum, dass du irgendwas verändern sollst. Das kann ich nicht oft genug sagen. Holophilic ist nicht da, irgendwen oder was verändern zu wollen, sondern ich sage dir, dass in der höheren Komplexität es alles schon perfekt ist. Es erscheint für dich bloß nicht perfekt, weil du ganz minimale, einseitige Facetten von dem heiligen Ganzen anschaust. Verstehe ich, Du nein. meidest wie die Best alles, was dir negativ, böse, schlecht und gefährlich erscheint. Das meidest du wie die Best, weil du Angst hast, dass an die Daniela was hinkommt. Dass der was Schlimmes widerfahren könnte. Und ich sage immer wieder, entweder machst du was richtig. Richtig steht immer für eine Richtung. Und jede Richtung setzt im selben Moment eine Kehrseite. Und in dem Moment, wo du was verkehrt machst, lernst du praktisch was Neues kennen. Aber du vermeidest mit aller Gewalt, was verkehrt zu machen. Also lernst du nichts Neues kennen und darum hängst du in diesem Deckel, bis das nur mit dir doch fest. Die trotzdem. Da gibt es nichts zu verstehen. Das ist das, was ich höre immer wieder, diese Sache, das verstehe ich nicht. Wer behauptet, dass er das nicht versteht? Wer sagt das jetzt? Jetzt, wenn du sagst, ja ich, mein blaues Ich, das ist dieses Programm, das reagiert auf diese Worte, ein Programm kann nichts verstehen. Der Geist, der diesen Vorgang in sich beobachtet, der versteht. Ja, Aber der nicht das Geist denkt Programm, sich die natürlich, Daniela ich wird wäre gern nie, frei. die Daniela, die du dir jetzt ausdenkst, oder ein Michael Holm oder ein Udo, egal wer, egal wen du dir ausdenkst, die werden nie irgendetwas verstehen. Es sind Figuren in deinem Traum. Der Einzige, der den Traum verstehen kann, ist der Geist, der träumt. Das ist der Geist, der jetzt dieses Gespräch belauscht. Solange du noch in dem Wahn lebst, dass du glaubst, irgendein Gedanke von dir, und ich betone nochmal, egal welchen Menschen in Gänsefüßchen, den du dir jetzt ausdenkst, das heißt, ich könnte jetzt sagen, mit meiner Definition, welches Programm du dir ausdenkst, solange du in dem Wahn lebst, dass du glaubst, ein Mechani, ein Mechanismus, ein mechanisches Programm könnte was verstehen, es ist eine geistlose Erscheinung in deinem Traum. Der Einzige, für den das ganze Zeug ist, ist der Geist, der träumt. Das ist der Geist, der jetzt dieses Gespräch erlebt, jetzt in diesem Moment. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Hä? Wie? Du Ja, erlebst es ja als... wer erlebt jetzt dieses Gespräch? Du und ich. Wer belauscht jetzt dieses Gespräch? Wer denkt sich jetzt dieses Gespräch aus? Du und Wer ist ich. das? Du und ich. Wieso du und ich? Ich kann mir nichts ausdenken. Ich bin eine Figur im Traum. Aber ich bin auch die Figur im Traum. Richtig? Ja, so wo Das ist sind denn... alles Erscheinungen. Ja, Moment, jetzt bin jetzt... Gut, jetzt kann ich mir Das sind denken. Erscheinungen. Du klebst so an dem Ich. Jetzt könnte ich wieder einen Schritt weitergehen. Pass auf, jetzt machen wir mal wieder einen logischen Gedankengang. Wir Genau. konstruieren nochmal die Daniela, nimmt das jetzt auf und schickt es dem Michael. Genau. Und er hört sich jetzt in dem Moment das an. Dann Genau. sagt er, ich denke mal jetzt das Gespräch Genau. aus. Ja, wer Ja. denkt sich das? Auch nicht der Michael denkt sich das auch nicht aus. Das ist bloß wieder Ja. ein Geist, der wieder eine Vergangenheit konstruiert. Genau. Ich habe von der Daniela Gespräch bekommen, das die mit Nudo aufgenommen Ja. hat, in der Vergangenheit geführt wurde. Ich garantiere, ich schwöre, dieses Gespräch wird jetzt aufgenommen, jetzt in diesem Moment, und dieses Gespräch wird jetzt in diesem Moment angehört. Und der sich das anhört, Bloß ist jetzt kein Michael da, ne? doch, Nee. selbstverständlich ist jetzt der Michael da. Du denkst noch die ganze Zeit an den Michael. Ja, jetzt denke ich mir an Michael, Ja, und sobald du aber... an was denkst, ist es da. Das ist das große Problem, dass du immer die Schwierigkeit noch hast. Das sind einfache Sätze. In dem Moment, wo du gecheckt hast, dass du deine Informationen anschaust und dass kein Unterschied ist zwischen einer realen Information und einer feinstofflichen Information. Das heißt, das Einzige, was jetzt real da ist, ist der Mensch, der du zu sein glaubst. Der Udo ist jetzt auch bloß ein Gedanke in dir. Darf ich da was in was Wenn du jetzt anknüpfen? glaubst, du bist der Michael, dann ist auch die Daniela bloß ein Gedanke in dir. Das ist ein Fakt, Du das merkst stimmt. jetzt, dass der Gedanke, den du dir jetzt ausdenkst, dich massiv dagegen wehrt, es verstehen zu wollen. Es ist aber nur das Spiegelbild von dir selber. Das ist das, was du zu Nee, verstehen da hast. verwehre ich mich jetzt gar nicht, das ist ja ein Fakt. Das sind nur Fakten. Ich rede nur von Fakten. Ich bin der Einzige, der in dir in Erscheinung tritt als Udo, der dich nur auf Fakten hinweist, auf absolute Fakten. Und ein Faktum ist, dass alles, was du Geist wahrnimmst, deine Informationen sind, die hier und jetzt in einem ständigen Wechsel deine Form, deine eigene geistige Form
verändert nämlich das in deine Gedankenwelt. Und für eine Gedankenwelt gibt es kein Vorher und kein Nachher. Das ist das, was ist. Das ist schon wieder eine Interpretation. Gott. Schau, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir haben vor ein paar Sekunden von Michael gesprochen. Ja. Das ist eine Vergangenheit, die denkst du dir jetzt. Ja, das stimmt. Weil man jetzt, was ist es immer jetzt und es ist hier. Ja. Es ist hier und jetzt in diesem Zentrum des träumenden Gastes, der das erlebt. Und die Vielfältigkeit kommt erst durch die Interpretationsprogramm, das Interpretationsprogramm, das du zum Denken benutzt, ist natürlich maßgeblich verbunden mit dieser Persona, die du jetzt zu sein glaubst. Aber du bist nicht dieser Gedanke. Es ist ein Gedanke von dir. Das ist nur die Frage, und du bist auch nicht das Programm, du bist auch nicht dein Glaube. Ja. So, jetzt, dieser Geist jetzt, der hat jetzt gerade sehr mit der Daniela zu tun. Weniger mit Michael, aber mehr mit der Daniela. Das ist nicht, das ist derselbe Geist. Das ist das, was ich tiefach erklärt habe. In dem Moment, wo du dich an einem Werteprogramm festmachst, das du zum Denken benutzt, bist du praktisch bloß festgemacht. Wenn du jetzt sagst, ich bin der Michael, dann arbeitest du mit Michael-Programm, dann ist alles, was der Michael dir suggeriert, für dich richtig. Und wenn du das Daniela-Programm laufen hast, dann arbeitest du mit dem Daniela-Programm. Und jetzt mache ich gleich einen Sprung. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel mit Splitscreen. Ich sage, wenn du ein komplexerer Computer bist, kannst du zwei Programme gleichzeitig laufen lassen oder vier. Und das ist diese Aussage, habe ich so oft erzählt, wiederhole die Sachen, wiederhole sie, wenn du frei werden willst, wiederhole sie einfach, das ist ein Vorschlag. Ich sage, ich bin ein Wegweiser, der in dir auftaucht, ich sage dir nicht, was du glauben sollst, ich erkläre dir nur, was du bist und wie du funktionierst. Und es ist ein Fakt, wenn wir jetzt vier Mann hinsetzen, vier Menschen, jetzt ausgedachterweise setzen wir vier Menschen hin, das ist mein Splitscreen-Beispiel. Und wir machen ersichtlich, was in den ihren Köpfen auftaucht. Das sind ja Programme, die eine Eingabe kriegen, das sind jetzt Worte, und in dem Moment, wo ich sage, schließe mal deine Augen, was feststellen, je nachdem, was für ein Programm du hast, wirst du im selben Moment an einen ganz bestimmten Körper denken, wo du die Augen zu machen. Ja, ja. Stimmt. Und wenn ich sage, jetzt denk an dein Schlafzimmer, werden vier verschiedene Schlafzimmer auftauchen. Ja. Je nachdem, welches Konstruktprogramm das ist. Ja. Der Geist, der sich das bewusst, weil das eins drüber, weil der sich nicht mehr mit so einem Programm verwechselt. Ja, Moment, jetzt werde ich mir dessen bewusst, ja? Können wir mal darüber einig sein, dass ich gerade mir dessen bewusst werde? Oder? Ja, ja, da musst du entscheiden. Ja, ich werde mir darüber bewusst. Es ist immer ein Unterschied, ob man was schwätzt oder... Ich sage immer wieder, der große Unterschied zwischen Begriffen und Verstand. Dein Leben wird dich in der Regel was anderes belehren. Ja, ich stelle mir unter... Weißt du, das ist ja so eine kleine, große Erkenntnis, dass ich hier eigentlich auch dann da bin, wenn ich nicht an den Körper denke, der ich ein Leben lang, oder an den Menschen denke, der ich ein Leben lang zu sein geglaubt habe. Das ist ein Faktum, das man einfach akzeptieren muss, was aber dein Programm nicht daran hindert, dass du dich rumdrehst, dann klingelt das Telefon und dann ist es schon wieder nicht diese Erkenntnis. Kann ich mal daran anknüpfen, wenn ich jetzt gesagt habe, so, ich bin jetzt eher der Geistesfunke, der mit dem Programm Daniela arbeitet. So stelle ich mir das jetzt gerade vor. Das ist okay. Okay. Ist es denn nicht so? Wenn du nur das Programm Daniela zum Denken benutzt, ist es okay. Also ich benutze nur das... Wenn du jetzt glaubst, du bist der Michael und du hörst jetzt das gerade auf dem Lautsprecher. Ja, jetzt gerade glaube ich ja nicht, der Michael zu sein, der das auf dem Lautsprecher hört. Jetzt gerade glaube ich ja nicht... Wenn du das Programm Daniela hast, dann denkst du jetzt dir Michael aus und lässt dir die Möglichkeit offen, dass du dieses Gespräch schickst, das du jetzt aufzunehmen glaubst. Ja gut, ich glaube das jetzt aufzunehmen und ich glaube jetzt die Daniela zu sein. Okay, lassen wir das einmal so stehen. Okay, aber ich mache das nicht ganz freiwillig, das zu glauben. Na, du hast überhaupt keine Freiheit. Daniela, dir fällen, Elli, ich benutze jetzt nochmal den Wort Daniela, weil du ja glaubst, die Daniela zu sein. Dir fällen elementare Erkenntnisse von ganz einfachen Beispielen, die ich tausende Male wiederhole. Oder mein Bintel malt ein Bild und ein träumender Geist träumt. Welche Freiheit hat der Bintel? Hm. Kann der sich raussuchen, was er malt? Kann der träumende Geist sich raussuchen, was er träumt? Aber du wieso hast belehrt überhaupt keine man Freiheit. Wieso belehrt man ihn dann? Du hast keine Freiheit. Es geht doch nicht darum, dass du was verändern musst. Aber wieso belehrst du ihn dann, den Geist? Oder ich mich? Ja, dass du dich in unendlich vielen Facetten selbst erleben kannst. Wenn du aber das geht ja nicht, weil ich kann ja mir nicht raussuchen, was ich träume.
Das ist immer wieder, das ist, die untere Ebene ist sehr, sehr trügerisch. Das ist immer wieder so eine Sache, dass die nächsthöhere Bewusstseinsebene, du kannst von oben nach unten, können sich deine Hände raussuchen, dass du sie dir ausdenkst. Deine Hände sind eine Stufe unter dir. Ich sag nochmal, wenn du jetzt dich reduzierst, dass du glaubst, du bist nur dieser Körper, der du jetzt zu sein glaubst. Mit diesem Bewusstsein hast du keine Sekunde das Bedürfnis, deinen Händen zu erklären, dass du sie in Bewegung setzt, weil du weißt, die Deppen da unten verstehen das nicht. Und du, okay, die machen das einfach. Eine Stufe höher. Jetzt sagen wir nicht mehr, du glaubst, dieser Körper zu sein, der du jetzt zu sein glaubst, sondern du glaubst jetzt, der Mensch zu sein, der du zu sein glaubst. Dann wirst du feststellen, es macht keinen Sinn, den momentanen Körper zu erklären, dass du nicht nur dieser Körper bist, sondern schon andere Körper warst und noch andere Körper werden wirst innerhalb deines Menschenlebens. Ja, das ist bloß ein komischer... Ja. Das ist wieder eine Stufe drüber. Jetzt gehst du noch eine Stufe drüber. Dass der Mensch wieder nur ein Programm ist. Wenn du der Geist bist, dann wirst du erkennen, du bist nicht bloß dieser eine Mensch. Du bist alles, was du dir ausdenkst. Das ist Holofeeling. Und du bist es nicht. Das sind die zwei Seiten. Mhm. Das Meer ist alle Wellen, die in ihm aufgeschmissen werden. Es ist aber als Ding an sich selber keine Welle. Schon mal, so geht's mir ja jetzt schon irgendwie, ne? Ein bisschen. Manchmal. Manchmal zumindest bin ich mir schon ein bisschen mehr bewusst, okay, das gehört alles zu dem Film. Also bin ich weder nur der Körper, sondern eben auch, ich kann mich in anderen sehen, ich kann mich in Charakter... Das ist schön, sagt, du bist der Leser, der das erlebt. Du bist der Leser des Buches, das du zur Zeit, das Leben, das du durchlebst, ist wie ein Leser, der ein Buch liest. Und du hast es total vergessen. Ich verstehe es noch nicht mit dem Film irgendwie, weil... Also Holofeeling geht jetzt darum, dass ich mehrere Programme gleichzeitig benutzen kann, dass ich ein Gott werde, oder? Das ist nein, du, richtig. Das, also mein, ich mache das jetzt... Kannst, was du überhaupt nicht werden kannst, es ist vollkommen unmöglich, dass du ein Gott wirst. Du bist schon einer. Ich bin du schon einer. Du bist ein Gotteskind. Pass auf, ich könnte jetzt folgendes sagen, wir formulieren das aber besser, Satz für Gott Mensch. Und jetzt sagt zu mir ein kleines Kind, es geht darum, dass ich ein Mensch werde. Also du kannst kein Mensch werden. Du kannst erwachsen werden. Du kannst wach werden. Aber das erfordert Zeit, indem du zuerst einmal dir glauben machst, was Menschsein bedeutet. Und Menschsein, das ist wieder die Frage, reden wir jetzt von den Brockennasenaffen oder von den Menschen, der nach Gottes Ebenbild geschaffen hat? Ich bin auch beides. Das ist ja jetzt so als... Richtig. Du bist alles. Das ist aber, der Brockennasenaffe ist bloß eine Erscheinung in einem Traum. Der Mensch nach Gottes Ebenbild ist sicher wie eine Körper, der ist Denker und Ausgedachtes. Und den Denker, den du dir jetzt ausdenkst, der ist natürlich auch schon wieder was Ausgedachtes. Das ist der rotgeschriebene Geist, der nur symbolisch für etwas steht, was du eigentlich gar nicht denken kannst. Ist im letzten Gespräch mit dem Redo, habe ich das klipp und klar erklärt. Und wenn nicht, dann musst du es halt so lange durchgehen, bis du es gecheckt hast. Und du wirst merken, das ist ein Prozess, das ist zu verstehen, und wenn man es verstanden hat, ist es wie das Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Und dann sagst du, Mensch, bin ich neben mir gestanden. Das liegt die ganzen Interpretationen, all die ganzen Fragen der Physik mit Zeitreisen. Ich sage immer wieder, was war vorher? Das ist nur diese große Blindheit, dass du es nicht wagst, in Frage zu stellen, dass es so, wie du dir bisher Zeit vorgestellt hast, dass es Zeit als Ding an sich, als etwas Fließendes, das in der Vergangenheit in die Zukunft fließt, dass das gar nicht gibt. Es gibt bloß jetzt. Dann ist es weg vom Tisch. Es gibt nur jetzt. Und unter dem Jetzt steht ein Kontinuum, ein Komplex von Möglichkeiten, der sich in einer illusionären Form von Zeit entfaltet. Was passiert, wenn du einen Film anschaust? Was passiert mit der Datei? Was passiert mit der Datei, die du durchrasterst? Was passiert mit dem Buch, das du liest? Verändert sich dabei das Buch? Anfang und Ende ist gleichzeitig da. Alles ist gleichzeitig. Und da du immer wieder im Jetzt nur eine kleine Facette zu sehen bekommst im Jetzt, das ist immer, das ganze Wasser ist im Meer immer gleichzeitig. Du schaust immer bloß eine Welle auf und jede Welle fällt wieder zusammen und dann kommt die nächste Welle. Oder was ich dann vorziehe als Metapher ist, du bist 200 Gramm rote Gnede und du formst ständig deine Form. Du veränderst ständig deine Form im Hier und Jetzt. Und ein Gedanke, den du dir denkst, da meinst du, das war vor 5 Tagen, und dann denkst du dir einen Gedanken und denkst dir, das mache ich morgen. Du wirst morgen nichts machen, vor 5 Tagen war nichts. Es ist jetzt und es ist hier deine Information.
Und wenn du das nicht verstehst, hast du die Reife einfach nicht. Darüber musst du mit keinen diskutieren. Und wenn du dich da Wirre machen lässt, der dich am meisten Wirre macht, ist der Glaube, den du ich nennst. Das ist der, der dich permanent Wirre macht, weil du nicht den Mut hast zu einer eigenen Meinung. Du bist nicht in der Lage, das zu akzeptieren, was hier und jetzt von dir de facto vor jedem Richter, selbst vor Gott, vor einem göttlichen Richter beschworen werden kann. Du hältst dich lieber am blinden Glauben, den du nur vom Hören sagen kennst, weil es dir logisch erscheint. Ich sage immer wieder, was ist Glauben? Glauben ist ein reines für Wahrheit. Was macht das ja den Film? Das klingt jetzt schon so, du hältst dich lieber an und nicht meine Gebote. Das ist der Faktum. Ja. Ich beobachte es nur. Das ist nicht, dass ich mir das jetzt hier in irgendeiner Form wünsche oder nicht wünsche. Es ist, ich bin mit dem einverstanden, was da ist. Und ich beobachte einfach nur, was jetzt ist. Sind du jetzt zwei da? Bist jetzt durch? Loslassen, dass die Figuren, die du dir jetzt ausdenkst, dass das bloß deine Informationen sind, dass diese ganzen Gestalten, die du dir jetzt ausdenkst, nur deshalb da sind, weil du sie jetzt denkst. Wenn du die nicht denkst, sind die nicht. Das Einzige, was immer ist, ist der Geist, der seine Informationen ordnet. Das macht aber keinen Sinn, wenn die eh auftauchen, weil das Mechanismus ist, weil der... Das ist ja so, du sollst dir ja dessen bewusst werden, was du bist und was deine Gedanken sind. Beziehungsweise aber ich bin ja nichts. Du bist nichts, was du denken könntest. Das ist ja, darum bist du ja ewig. Wie soll ich das mir das... Doch nichts, das kannst du dir nicht vorstellen. Das kann man nur, das kann man wissen, aber das kann man sich nicht vorstellen. Ja, aber was verändert sich dann genau? Ich meine, Von nichts und niemand mehr Angst. Das verändert sich dann. Selbstverständlich. Aber der Film läuft trotzdem dann immer. Irgendein neuer Film. Jetzt ist der Spaß. Und der Spaß erhöht sich dann. Ja, ganz massiv. Ja, und auch, aber... So, dass du, schon an, du hast schon Liebesfilme gesehen, wo du Freude hattest, du hattest schon spannende Krimis und Horrorfilme, wo du danach raus bist und hast irgendwie sowas wie Freude empfunden. Ja, aber noch mehr Freude habe ich empfunden. Weil du der Zuschauer warst. Aber noch mehr Freude habe ich empfunden, wenn ich nicht der Zuschauer war, sondern selbst in so einem Liebesspiel drin war. Und darum bist du beides gleichzeitig. Deshalb bist du jetzt beides gleichzeitig. Das ist schon cool. Aber... Meine Schöpfung ist wirklich genial. Das leuchtet mir es halt immer noch nicht ein, weil so kann ich jetzt sagen, warum einfach normales Leben und mich einfach erfreuen. So. Das ist normal. Jetzt sind wir wieder beim Thema, die normal ist ein sehr dehnbarer Begriff, hängt von einem Glaubenssystem ab. Die Vorstellung von normal ist so extrem unterschiedlich. Das stimmt Meinst auch. Meinst du, dass jetzt, wenn wir jetzt mal für dich Tagesereignisse, die bei dir nur am Rande vorbeirauschen, wenn wir jetzt Pegida zum Beispiel nehmen, die empfinden sich als normal. Und die gegen Pegida sind, empfinden sich auch als normal. Jetzt pass auf, ich mache mal nur einen Gedankengang. Ich schiebe vorne weg, dass ich sage, du wirst das nochmal erkennen in deiner Traumwelt, dass das, was du Menschen nennst, sogenannte Homo sapiens, vernunftbegabte Menschen, nach eigenen Ermessen. Und ich sage immer wieder, umso mehr du das beobachtest, umso mehr wirst du feststellen, dass das also so eine Fehleinschätzung ist, einen normalen Menschen als Homo sapiens zu betrachten. Pass auf, wir machen mal die Widersprüche. Das erste, dass ich immer dich ja mal zuerst darauf hinweise, jetzt spann mal wieder ein Zeitfenster auf. Wir denken uns jetzt nochmal an Deutschland und da gehen Leute auf die Straße und die sagen, hier Juden raus, die Juden müssen weg. Politiker, die fest die Einstellung vertreten, die sind dran schuld, dass uns Deutsche so schlecht geht. Diese Leute nennt man Nazis. Jetzt mit dieser negativen Behaftetheit dieses Wortes Nazi, wobei ich immer wieder sage, Nazi als Ding an sich ist ein vollkommen wertfreier Begriff, der überhaupt nichts Negatives ist. Okay, die schreien also Juden raus und dann geht es Deutschland besser. Jetzt haben wir wieder Leute, es ist hochinteressant, die schreien Neonazis raus, dann geht es Deutschland besser. Haben die irgendwas gelernt? Das, was du lernen sollst, dass hier die Vollkommenheit du nicht erreichst, indem du irgendetwas nicht willst. Aber jetzt pass auf, jetzt gehen wir mal ausgedachterweise, du kannst da mal gerne den Spaß machen, dass hier ja der Pegida vorgeschmissen wird, dass die also hier diese deutschen Mitbürger mit Immigrationshintergrund, dass die, und jetzt musst du ins Internet gehen und dann kannst du mal schauen, wie viele Deutsche haben eigentlich hier einen Immigrationshintergrund und man sagt also im Schnitt, ich schmeiß einfach mal eine Zahl rein, du kannst dich ja informieren, das sind ungefähr 10 Millionen von 80 Millionen. Wobei von denen 10 Millionen ein Großteil mittlerweile, die lange da sind, das ist der nette Italiener um die Ecke und so weiter, sogar einen deutschen Pass haben. Da ist schon die erste, wer hat die eigentlich gezählt? Das nimmst du die ganzen Zahlen, die du in deinem Internet auftauchen hast, zeigst du, ob das Arbeitslose sind,
die sind für dich einfach Wirklichkeit. Du verwirklichst die in dir und die widersprichst du nicht, aber wir lassen das einfach mal so stehen, dass also hier eine gewisse Menge auf die Straße geht. Ich habe sogar eine Zahl gehört, hier jetzt was Sachsen anbelangt, in die Nachrichten, nagel mich nicht fest, dass also hier die eigentlichen, wogegen die demonstrieren, dass das nur 0, etwas Prozent von Sachsen ausmacht, wo die dagegen demonstrieren, dass das eigentlich ein totaler Blödsinn ist, okay? Jetzt gibt es aber so viele Prominente und die ganzen offiziellen Medien gehen jetzt gegen Gebiete an und jetzt pass auf, jetzt tauscht sie das vollkommen wertfrei. Jetzt machen wir uns einmal schlau, diese Anhänger von dieser Pegida-Vereinigung gibt es eigentlich und da gehen die Meinungen natürlich auch auseinander, aber geh ins Internet, informier dich, das sind ungefähr 40.000 in Bezug auf ca. 82 Millionen deutschen Einwohnern. Jetzt rechnen wir mal aus, wie viel Promille 40.000 von 82 Millionen sind. Beziehungsweise Prozent, 0, bla bla bla. Das heißt, dass alle, die hier sich gegen diese kleine Vereinigung von den 40.000 Spinnern aufregen, die sind ja noch gegen eine viel größere Minderheit, wie die Pegida, die immer vorwirft, dass die ja bloß gegen eine Minderheit von Immigranten sind. Um was da eigentlich geht. Verstehst du, was ich sagen will? Ja. Das ist immer wieder, wenn dir was logisch erscheint, sobald du dich in eine einseitige Sichtweise einklingst, setzt du das gegen da. Und die Seite, die du siehst, wird dir vollkommen logisch erscheinen. Das heißt, wenn nicht einer wirklich versucht zu verstehen, was die Tasse ist, oder wie ich immer sage, was das Wetter ist. Es ist ein permanenter Streit, dass keiner weiß und keiner interessiert sich, was ist das heilige Ganze, was wir eigentlich anschauen. Und du wirst feststellen, das bin ich. Wenn du Geist, das ist ein ganz intimer Akt, ich bin ein träumender Geist und egal was ich anschaue, ist eine Facette von mir und ich definiere mich ganz gezieltlos, ich sehe mich selber nur sehr einseitig. Aber ist denn das nicht normal, also das ist normal, das ist schon wieder, ich weiß gar das keinen ist Ausdruck normal, dafür. Normal heißt normiert. Das ist halt ja so. Normalität ist Normiertheit und das ist genau das Gegenteil von Geistigkeit. Aber wieso kann man nicht einfach sagen, dass dieses Einseitige den Film einfach macht, das Programm macht den Film? Richtig. Darum ist es doch da. Ja, eben. Wenn du jetzt wieder den Eindruck hast, dass ich dir was Negatives erzähle, ich erkläre dir, wie du funktionierst und was du bist. Du kannst nur was erleben, wenn du eine Vielheit in dir schaffst. Pass auf, nimm mal. Aber da muss ich ja einseitig sein. Als Person. Ja, selbstverständlich. Das ist Gedankenwellen. Sind das da mal nie einseitig die Symbolare, wo du schaust bloß eine Seite davon an? Dann läuft ja echt nichts verkehrt. Das ist immer wieder mein altes Beispiel mit Sonnenschein und Regen oder mit Hell und Dunkel. Du kannst dir tausendmal einreden, dass vorher dunkel war und jetzt ist es hell. Ich behaupte, es ist beides gleichzeitig. Du siehst nur eine Seite. Genau, ich sehe eine Seite, ja. Und die sehe ich und die suche ich mir da draußen. Du kannst dir jetzt einreden, du kannst dir jetzt zum Beispiel einreden, du bist jetzt die 30-jährige Daniela. Du siehst wieder bloß eine Facette von dir. Du bist auch die 10-jährige Daniela als Mensch Daniela und du bist auch die 70-jährige Daniela. Ja, stimmt. Das ist die höhere Bewusstseinsstufe. Stimmt. Bilder kriegst du erst durch dieses Reinfokussieren und wenn du ein Buch in der Hand hast, dann kannst du das Buch anschauen, da kriegst du von der Geschichte nichts mit und du kannst der Seite in dem Buch anschauen, da kriegst du von der Geschichte auch nichts mit und du kannst der Zeile anschauen und erst wenn du ein einziges Wort fokussierst, hast du ein winzig kleines Puzzlestückchen aus dem Buch, ein einziges Bild und das Bild wiederum hängt davon ab, wie du das Wort interpretierst. Also ja, du merkst, wir haben hier mit einem unendlichen Komplex zu tun, den du wirklich nur in einem Chatdenken erfassen kannst. Du kannst das Prinzip verstehen. Und dann schaut es dich zuerst einmal im Angesicht dieser unendlichen Komplexität, die aber durch Verstehen extrem einfach wird. Durch Verstehen extrem einfach, aha. Selbstverständlich wird es durch Verstehen sehr einfach. Weil ich ja nicht will, dass du dich in Details verlierst. Du musst ein Prinzip verstanden haben. Und das Verstehen eines Prinzips hat nichts zu tun, dass du dich in Details verlierst. Aber ich agiere ja als es bleibt ja so, diese Hauptfigur, die ich da bediene. Das ist dein Film, den du erlebst, aber wer erlebt den Film? Den Film erlebt doch nicht ein Gedanke von dir. Also kann den erlebe ich nicht, und auch die ganzen Emotionen. Den Film kann zum Beispiel jetzt nicht der Michael erleben. Nee, genau. Und auch nicht die Daniela oder der Udo, das sind alles bloß Gedanken von dir. Den Film erlebt der Geist der Träume. Und da musst du dir das bewusst machen. Ich wiederhole nochmal, ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Alles andere lasse ich unangetastet.
Ich sage dir nicht, was du glauben sollst, sondern ich schlage dir vor, mach dir mal Gedanken, was dieses Programm, das du zurzeit, ich nenne es, dieser Mensch ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm, was dieses Programm dir permanent suggeriert, was dir das einredet. Naja. Permanent ein Vorher, ein Nachher, ein Woanders, ein Gut, ein Böse, all das, du sollst dir dessen nur bewusst werden. Ja, und wenn ich mir jetzt darüber etwas über bewusst etwas werde? bewusst werden, hat nichts damit zu tun, dass du das verändern sollst. Ach, ja, das klingt aber schon so. Doch. Also ich Ja, mache mir was das ist bewusst. schon wieder eine Interpretation von dem Programm, das du zum Denken bist. Jetzt Nein, wurde ist es doch immer wieder, du sollst, wenn du Wieso ein wurde das Buch dann liest, so pass eingerichtet, auf, dieses wenn du ein System? Buch liest, tausendmal, hör deine Selbstgespräche an. Wenn du ein Buch liest, hast du nicht im geringsten das Bedürfnis, ein Märchen, ich mache es nochmal ganz normal, du hast nicht im geringsten das Bedürfnis, eine Märchenfigur verändern zu wollen. Nee, das nicht. Du erkennst gewisse Charaktere. Ja. Ich habe sichtfach schon gesagt, ich, wenn zum Beispiel hier Rotkäppchen lese, ich habe nicht das Bedürfnis, den Wolf, der Rotkäppchens Mutter gefressen hat, irgendwie verändern zu wollen. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, die Andrea oder den Michael oder sonst wen verändern zu wollen. Die sind genauso, wie ich die erschaffen habe als Autor. Die sind einfach so. Und das ist gut so, wie sie sind. Ja, bloß ich denke mir jetzt so aus, ich als Geist jetzt. Ich als Geist. Ich als Geist ist nicht denkbar. Das kann man nur sein und dieses Sein Aber muss das ich bin ich kennen. ja. Ich bin ja Du Geist. bist der, der jetzt das erlebt. Ich bin jetzt der, der Aber das der ist vollkommen erlebt. unpersönlich. Das heißt, wenn du das gecheckt hast, hast du dich komplett gelöst von dem Wesen, das du zu sein glaubst, von dem Charakter. Solange du das noch durch die Brille deines Charakters siehst, hast du mich nicht verstanden. Ja, vom logischen Konstrukt her habe ich das natürlich Bist das begriffen. Kino. Nochmal, du bist das Kino oder in einer konzentrierten Form, du bist die Lampe in dem Projektor im Kino. Du Ja. bist dieses Licht, du bist die Quelle, das ist reine Energie. Ja. Dieser Lampe, diesem Licht ist es zuerst einmal scheißegal, was für ein Film in dem Kino läuft. Das heißt, dieses Licht wird zerbrochen. Dieses Zerbrechen. Übrigens, das ist das Wort Diskussion. Das ist auch wieder so eine Falle, dass Diskussion für dich immer, die wollen alle diskutieren. Was ist eine Diskussion? Ist unendlich sinnlos. Das ist ein Zerbrechen. Eine Diskussion, Kursus heißt Zerbrechen. Ein Zerbrechen, um dich zu zerbrechen, brauchst du ein Programm. Du musst aus der Einheit, aus dem einen Licht, das nicht flackert, das baust du jetzt in kleinen Dinger auf und das, was dann nach vorne geworfen wird, sind Schatten, symbolisch gesehen. Und jeder dieser Schatten sind kleine Facetten, die letztendlich ohne dieses eine Ich nicht existieren wird. Jetzt setze für diese Lampe im Projektor, setze den Leser von einem Buch. Das ist nichts anderes. Das ist immer wieder dasselbe, was ich dir erzähle, nur in anderen Metaphern. Und du veränderst dich dabei. Ja, Du Moment alterst mal, dich. stopp. Und dir ist es auch scheißegal, als Leser, was für ein Buch, das du liest, das Einzige, was du dann vielleicht sagst, aber das ist schon wieder eine Währung, ob das Buch unterhaltsam ist oder nicht unterhaltsam. Stopp, Aber aber auf das ist meinem, ja schon wieder ein Vergleich mit dem ja. Währungssystem. Aber stopp, auf meinem jetzigen Standpunkt als Geist interpretiere ich jetzt gerade mit dem Programm Daniela. Reagiere ich zum Beispiel auf das Das Wort ist nicht ganz sinnlos? richtig. Das ist jetzt eine Aussage, das ist schon wieder eine Interpretation von der Daniela. Von meinem jetzigen Standpunkt aus gesehen, interpretiere ich das wesentlich komplexer wie bloß durch das Programm Daniela. Mir ist bewusst, wie das Programm Daniela die Sache bewertet. Aber ich war mit Sicherheit das, was ich erlebe, nicht mit dem Programm Daniela interpretieren. Das ist Hä? ja ganz, ganz minimal das ist was Daniela ist. Ich drück's doch mal vornehm aus. Wenn du dir jetzt irgendeinen Computer holst mit Windows, hast dir denn deine die Maschine, die du vor dir stehen hast, okay? Das Programm Daniela ist es solidär, wenn du da irgendwo dann in Windows aufpackst, da sind Windows-Spiele drin, solidär ist Daniela, mehr ist es nicht. Kann man rauslöschen, ändert nichts an den wesentlichen Funktionen. Wieso fühle ich mich jetzt beleidigt? Das macht dann schon wieder das Programm Daniela. Das ist die Gefühle, die du magst, sind maßgeblich abhängig von dem Programm. Es ist ja gerade immer wieder das Ego, das sich beleidigt fühlt, das sich angegriffen fühlt. All diese Gefühle erlebt der träumende Geist. Und darum sind die Programme klar, dass du das durchschaust. Verstehe, aber wenn ich doch jetzt,
bin doch jetzt echt hier mit dem Solange Programm. du noch beleidigt bist, pass auf, ich mache mal eine raumzeitliche Geschichte. Wir denken uns jetzt ganz bewusst mal hier vom Heiko das Forum aus. Dass ich zum Beispiel mit dem Programm Udo überhaupt nicht kenne, weil mich das gar nicht interessiert so bewusst. Mit dem Programm Udo. Und da ist jetzt denke ich mir hier ein Programm Redo aus und der ist in dem Forum und dann zieht er und jetzt denken wir uns an Michael aus, der hier vorher viel Scheiß geschrieben hat. Und der wächst, es wächst ja alles, wenn man sich mit Holofeeling interessiert und jetzt ist ihm das ja fast, das ist Ego, fast peinlich gewesen und dann ist, kenne ich nur vom Hörensong. Ich erzähle jetzt nur aus der Sicht von dem Redo-Programm, okay? Und es geht dann nicht irgendwen anzugreifen, sondern was Bewusstsein ist. Und jetzt ist es, dass der Michael hier vom Heiko dann gemeint hat, er sollte die alten Einträge in dem Forum von ihm löschen, wo er viel Scheiß dahergelabert hat, wo ihm bewusst geworden ist, dass er viel Scheiß dahergelabert hat. Und das ist schon wieder, dieser Wunsch ist schon wieder eine Sache von Ego. Die können ja schlecht von mir denken. Wenn du das mit einem Lächeln quittierst, verstehst du? Weil jetzt wieder, wer könnte schlecht von dir denken? Wer sind die anderen? Wie oft hat man das schon? Ein Gedanke, den du dir denkst. Egal, wer du jetzt das sein glaubst. Und ein Gedanke, die anderen, die du dir jetzt denkst, die werden so denken, wie du glaubst, dass die von dir denken. Aber von dem wir jetzt reden, das bist doch nicht du, du bist doch nicht der Michael. Es ist doch nur eine Figur, die musste das doch tun, dass du das erkennst. Verstehst du, das ist Erkennen von Fehlern im Führerscheinprüfungsbogen. Oder was die anderen von dir denken. Drängen wir mal ein anderes Beispiel hier zurück. Situation, wir denken uns jetzt dieses Spiel aus, Daniela Satches. Wo dann der Satches über die Daniela, was denken dann die anderen von mir? Holofeeling-Huri und so. Ja, die du dir ausdenkst, die gibt's doch gar nicht, wenn du die denkst. Du magst dem, das Problem ist nicht der Satches, dass der das gesagt hat, das ist auch nur ein Gedanke. Der kann nicht anders. Das sind Charaktere in einem Traum und du sollst erkennen, dass diese Charaktere, jetzt hast du mal alle freizusprechen, sind so wie die Märchenfiguren. Die Verbrecher in einem Krimi, die suchen sich das nicht raus. Du sollst die Gesamtkonstellation durchschauen und dann wirst du feststellen, dein Problem ist nicht, was irgendein Gedanke von dir sagt, sondern wie du darauf reagierst mit dem momentanen Programm. Das sollst du beobachten. Ich sage immer wieder, die Bilder, die ganzen Erlebnisse, die in dir auftauchen, sind sekundär. Verlage deinen Fokus auf deine Interpretations- und Wertesystem dieses Charakters, den du zu durchschauen hast. Und dass der reagiert, muss ja irgendwas in dir passieren, dass was zum Reagieren da ist. Sonst kannst du dein Reaktionssystem nicht durchschauen. Und auch das sollst du nicht verändern, weil das ja auch bloß wieder ein Charakter in deinem Traum ist. Und somit löst du dich immer mehr und wirst immer mehr ein bewusster Geist. Etwas, was man nicht denken kann, was unzerstörbar ist, was ewig ist. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Frage mich nicht, welche Leben ich schon durchlebt habe, bis mir das bewusst geworden ist. Eins davon ist übrigens jetzt das Leben der Daniela und das Leben von mir und das Leben vom Redo. Das sind alles Bücher, die ich in dem Bücherregal stehen habe, die ich schon gelesen habe. Du hast gerade gesagt, das Programm Daniela ist solitär, mehr ist es nicht. Richtig. Habe ich auch schon gespielt. Ist das Programm? Nein, das letzte Mal solitär gespielt. Hast bestimmt schon mal ausprobiert in meinem Computer. Schaltest du das noch ein? Das ist aber trotzdem da. Und jetzt ist natürlich immer wieder, wenn du Zeit empfindest, musst du ein Zeitfenster, musst du irgendwas ganz Bestimmtes aufspannen. Aber es ist trotzdem nur, wenn du es denkst. Ist das Programm Michael auch nicht mehr als solitär? Das, du schaust und dann wirst du das feststellen. Das ist mit Sicherheit ein ganz anderes Programm. Jetzt kommen wir aber wieder, um das jetzt klar zu machen, weil das klingt jetzt schon wieder in meiner Definition so negativ. Wenn es nicht wichtig wäre, hätte ich es nicht erschaffen. Nur weil du etwas nicht benutzt oder weil das nur ein Hintergrund ist, denk einfach an den kleinen Kabelstecker in dem Auto. Ich sage nochmal, pass auf, wir denken uns jetzt einen großen Haufen an Material, einfach an Bauteilen. Und ich sage dir jetzt, was der Haufen ist. Dieser Haufen, der vor dir steht, den wir uns jetzt ausdenken, ist ein Auto, das wir bis in das letzte Einzelteile zerlegt haben. Einfach nur auseinandergeschraubt haben. Ich gehe so weit, dass wir sagen, wir haben sogar hier den Autoradio rausgebaut und aus der Platine die Widerstände und die Transistoren rausgelötet. Und die liegen jetzt alle auf einen Haufen, okay? Und jetzt pass auf. Jetzt machen wir Folgendes. Was passiert, wenn man die ganzen Teile, die jetzt mit durcheinander da liegen, wenn man die wie ein Puzzle sinnvoll zusammensetzt?
Wir fügen kein einziges Teil hinzu, wir lassen keinen Zweck. Wir setzen die einfach zusammen, dass die ein Kontinuum werden, ein lückenloser Zusammenhang. Dann wirst du feststellen, dass wir letztendlich oberflächlich betrachtet, da wir nichts hinzugefügt haben und weggelassen haben, hat sich eigentlich nichts verändert. Rein quantitativ von der Masse her, von den Teilen her betrachtet. Es ist aber eine neue Qualität hinzugekommen durch dieses sinnvolle Zusammensetzen aus diesen Haufen von Teilen. Durch das, dass man die sinnvoll verbunden haben, ist ein Fortbewegungsmittel geworden. Ein Fortbewegungsmittel als Ding an sich ist jenseits dieser reinen materiellen Erscheinungsform. Das ist der Zweck. Es ist ein Zweck entstanden, der nichts mit der Materie selber zu tun hat und doch untrennbar mit diesen materiellen Teilen verbunden ist. Weil diesen Fortbewegungsmittel wird es ohne diese materiellen Bauteile gar nicht geben. Und jetzt kommen wir zur Lidea. Das ist mein altes Beispiel. Wenn du jetzt nur einen kleinen Kabelstecker, den lassen wir nicht einmal weg. Ich habe gesagt, sinnvoll, so wie es gehört, zusammensetzen. Wenn du einen kleinen Kabelstecker nicht auf den Kabelschuh draufschiebst, ist die Funktion, der höhere Zweck des Fortbewegungsmittels schon aus. Es muss nur das kleine Kabel, wo den Strom zur Zündspule für den Kabelstecker abzieht. Das heißt, es muss alles, was da ist, muss sinnvoll miteinander verbunden werden, dass du in den höheren Zweck kommst. Und wenn man sich darüber als Geist Gedanken macht, hast du so viel zu tun, dass du den ganzen Blödsinn, den du auf den unteren Ebenen, der Wunsch nach einer Barbiepuppe oder dass du hier bis in der Früh um drei in der Disco bleiben darfst, wenn du 14 bist, all diese Wünsche lösen sich auf, weil du für so Bittifax überhaupt keine Zeit mehr hast zum Denken und was du nicht denkst, ist nicht da. Wobei das natürlich auch wichtig ist in diesem Zeitfenster, wenn du das denkst, hast du die Reife eben noch nicht für die höheren Funktionen, du musst erst einmal die kleinen Funktionen durchschauen. Darum sage ich permanent, alle Wahrheiten, alles, was für dich heute unheimlich wichtig ist, ist im jetzt ausgedachten Morgen etliche Seiten weiter vollkommen nichtig. Und du schmunkelst, mal bin ich damals dumm gewesen. Es ist einfach so. Umso mehr du dich dir selbst zuwendest, dem Geist, der du bist, umso mehr du anfängst, dich für dich zu interessieren und nicht permanent für diesen Trockenausnaffen, der du zu sein glaubst, löst du dich zwangsläufig von diesem Glauben. Und dann wird dir auch diese vielfältige Welt am Arsch vorbeigehen, weil du deine Fokusse total veränderst, den Fokuspunkt, das, was dich nicht mehr interessiert, auch geht dir nochmal auf. Was taucht denn dann noch auf? Neue Sachen, vollkommen neue Sachen von einer höheren Ebene. Und jetzt immer dran denken, du kannst von oben nach unten sehen, aber nicht von unten nach oben. Jetzt könnte ich zu der Daniela sagen, die wir uns jetzt ausdenken, ob ich unterhalte mich ja nicht mit Gedanken von mir, aber für dich jetzt beispielhaft, wenn du jetzt dich mit der Inge unterhalten tust, all das, was die früher gemacht hat, die tollen Sachen, die sie erlebt hat, die möchtest du nicht missen, aber siehst die interessieren dich überhaupt nicht mehr, das ist Schnee von gestern. Aber siehst du, darum geht's doch. Ja, darum darfst du das doch jetzt durchleben, wenn du jetzt momentan das Daniela-Programm laufen hast. Und wenn du das Michael-Programm laufen hast, durchlebst du das Michael-Programm. Ja, aber der Michael beschwert sich. Alles, was du machst, machst du letztendlich immer nur für dich selbst und alles, was du anderen antust, tust du dir auch selbst an. Weil du alles bist. Und das musst du in einem ausgewogenen Verhältnis halten, dass du die Mitte wirst. Aber der dass Michael, du das irgendwann einmal checkst. Der Michael leidet ja zum Beispiel drunter, dass er alleine ist. Selbstverständlich. Das hat er von mir. Darum denken wir uns ja so Deppen aus wie den Udo und die Daniela. Was hat er von dir? Dass wir unterhalten werden. Man leidet drunter, dass man alleine ist. Du könntest sagen, ich leide drunter, dass ich nichts bin. Auch ein Satz, den ich tausendmal wiederholt habe. Geist ist vollkommen allein. Das will er nicht mehr sein, darum fängt er an zu denken. Und in dem Moment, wo du zum Denken anfängst, fängst du an zu urteilen und dadurch wirst du zu einer Vielheit, die du selber erlebst. Was aber an dir nichts verändert. Was ist ein Meer, das eine spiegelglatte Meeresoberfläche hat? Das ist ein Todesmeer. Aber dann wiederum, sobald wir von einem toten Meer reden, das sind ja alles schon wieder ausgedachte Metaphern. Darum ist ja hier diese Welle, die Lebendigkeit des Meeres sind seine eigenen Wellen. Und die Lebendigkeit eines träumenden Geistes sind seine Gedankenwellen. Die kommen aus ihm und fallen wieder in ihn rein. Ohne ein Vorher und ein Nachher. Vorher ist die Einheit und nachher ist die Einheit. Und das ständige Wogen hier und jetzt ist ein ständig wogendes Hier und Jetzt. Und dieses Wogen verstreust du mit deinem Intellekt um dich herum in Raum und Zeit.
Ist ein extrem spannender Film, der zurzeit in dir läuft. Ich finde es voll verwirrend, wenn du sagst, Programm Daniela ist nur solitär. Andere Programme sind Was wieder meinst an. du denn du? Also pass mal auf jetzt. Jetzt gehen wir mal in das Programm Daniela rein, so wie du dir Welt ausdenkst. Diese vielfältige Welt, Amerika, London, Frankreich, alles was da ist, mit den Demonstrationen, mit der Politik, mit den Stars, den Superstars, egal was. So, und ich komme jetzt heute Abend und ich drück's mal anders aus, dass ich nicht ganz so brutal bist. Du gehst heute Abend als Daniela ins Bett und irgendwie, man weiß nicht, wieso hast du einen Herzstillstand und du wachst morgen früh nochmal auf. Jetzt materialistisch gedacht. Materialistisch ist ja die ganze Welt da außen, auch wenn du nicht dran denkst, was verändert sich an der Welt? Also habe ich hier schon sehr hochgegriffen, wenn ich sage, du bist bloß solitär. Überhaupt nicht. Da wird vielleicht deine Mutter wen trauern, dein Bruder, vielleicht noch eine Handvoll Brösel, aber wie lang? Was ist das im Weltgeschehen? Nichts. Und jetzt schau mal in das Programm Daniela rein, wenn du das Programm bist, wie unendlich wichtig die sich nehmen. Das dreht sich doch alles nur um die Daniela. Du denkst ja nichts anderes wie das Glück der Daniela. Klar. Das ist dein Problem. Oder an das Glück von dem Michael oder wer du auch sonst zu sein glaubst. Das meinst du mit solitär? Das ist das Erste, was du irgendwann nochmal loslässt, dass du an dich überhaupt nochmal denkst. Ich könnte jetzt, denken wir mal alternativ an Udo Brüssel aus, okay? Ich kann dir eins garantieren, ich habe die letzten 30 Jahre praktisch so gut wie keinen Gedanken an den Udo verschwendet. Überhaupt keinen. Das ist vollkommen sekundär für mich. Jetzt nicht, dass ich den besser machen will, es ist nur ein anderes Programm. Ja, aber das sagst du Mein doch gerade. Problem war, wie sage ich es meinen Kindern? Die sich massiv dagegen wehren, die einfachsten Weisheiten zu akzeptieren. Wobei ich dann wieder selber schuld bin. Bin ja eher an allen schuld. Wir können uns das weitermachen. Wer ist daran schuld, dass Jesus gekreuzigt worden ist? Das ist ja immer wieder die Sprache, die Juden oder die Römer. Das ist immer so eine Sache. Ja, als erstes sagt mir eigentlich, sind es die Juden, weil die sind ja daran schuld. Die haben zwar den Jesus, haben zwar die Römer gekreuzigt, aber die hätten ihn ja überhaupt nicht gekreuzigt. Denk an das Gespräch mit Pontius Pilatus. Die wollten bloß Frieden, da sagen wir, okay, wenn die wollen, dass wir den kreuzigen, dann kreuzigt man halt, dass das Volk zufrieden ist. Das ist ja auch so eine Quelle, oft für viele wieder eine Auslegung, dass das der Grund für den Antisemitismus ist. Das ist alles Blödsinn, ich bin selber dran schuld. Auch hier, wenn es Gott nicht gewollt hätte, wäre doch die Geschichte gar nicht passiert. Das ist, du musst immer, das, auch wenn deine Logik jetzt nicht mitkommt, mach nicht den Fehler, die momentane Logik, die du zur Verfügung hast, absolut zu setzen. Das ist mein altes Beispiel, wo auch dem Udo groß angegriffen wurde, wenn ich immer dir entgegenkomme, wenn ich sage, hab doch einmal die Demut und check, dass das ganze intellektuelle Wissen, das, was du Logik nennst, diese ganze materialistische Logik, die du hast, die setzt mir jetzt mal als Basic-Betriebssystem. Dieser Glaube ist Basic, das Basic-Betriebssystem. Was passiert, wenn ich die Windows-Daten einstelle? Da passiert gar nichts, weil entweder kannst du es gar nicht lesen oder du verwirfst es von vornherein, aber Fehlermeldung kann Datei nicht lesen. Jetzt werde ich aber klar, weil du jetzt drüber bist, du weißt, was Basic ist und du weißt, was Windows ist, wie unendlich primitiv Basic ist. Was kann Basic machen, dass es an Windows kommt? Es muss die Demut aufweisen, dass alles, was es als vollkommen falsch und unsinnig in sich auftauchen sieht, dass es sagt, das sind Teile einer höheren Logik, die ich noch nicht durchschaue und ich muss das doch mal diese Puzzlestücke alle sammeln, obwohl ich nichts damit anfangen kann. Und einfach einmal in mich reinlassen und akzeptieren. Aber Basic muss doch Basic bleiben. Es bleibt doch trotzdem Basic, wenn Windows da ist. Du kannst, das ist immer die sogenannte Abwärtskompatibilität. Du kannst in jedem Windows-Computer, du kannst jetzt am Computer die Festplatte platt machen und kannst Basic laufen lassen. Du kannst einen Windows-Computer auf Basic, auf DOS runterschalten und auf Basic runterschalten. Du kannst, wenn du ein bisschen dich auskennst und du hast den Windows-Computer, kannst jederzeit hier Basic programmieren. Muss bloß dementsprechend das Ding runterschalten, reduzieren, extrem reduzieren. Aber du kannst nicht von unten nach oben sehen, das ist das Ganze.
Aber wie komme ich nach oben? Du musst Sachen akzeptieren, die du mit deiner jetzigen Logik, das ist die Demut. Das ist die Abraham-Geschichte. Ich sehe zwar nicht ein, dass ich meinen Sohn schlachten soll, aber wenn Gottes will, mache ich das ganz einfach. Ich sehe zwar nicht ein, dass ich mich jetzt abschlachten lassen soll, ans Kreuz schlagen lassen soll, aber wenn der das will, dann mache ich das ganz einfach. Er wird sich was dabei gedacht haben. Und die Bürde, die ich dir aufgetragen habe, ist wahrlich leicht zu tragen. Darum sage ich, nehme dein Kreuz täglich auf dich und folge mir. Und das Kreuz ist sehr leicht zu tragen, egal ob du jetzt glaubst, du bist der Michael oder du glaubst, du bist die Daniela. Ja, ich glaube jetzt, eigentlich ein Frevel, dass du jammerst. Ich kann es gerne wenn schwerer machen, wenn du willst. Das ist immer wieder das Gejammere. Das, jede Erscheinung, jede Daseinsform, die in dir auftaucht als Ding an sich, ist vollkommen wertfrei. Ich sage nochmal, 99,99% von dem, was du siehst, sind deine Interpretationen. Dazu gehören alle Formen von Qualität, die du dir beibringst. Eine Erscheinung hat als Ding an sich keine Qualität. Qualität entsteht erst durch die Bewertung mit einem einseitigen Wertesystem. Das ist die Sache hier immer wieder mit Beweisen. Ich sage, was verstehst du unter bewiesen? Für dich ist dann was bewiesen, wenn du es glaubst, weil es dir logisch erscheint und du das nochmal in Frage stellst. Ich definiere bewiesen ganz anders. Es ist dann was bewiesen, wenn du es hier und jetzt de facto überprüfen kannst. Und dann wirst du plötzlich feststellen, dass du mit der 99,99% von dem, was du bisher unangetastet als hundertprozentig sicher bewiesen angesehen hast, dass sich das sofort in Luft auflöst. Und damit, wenn du das zulässt, all die Probleme, die dich eigentlich quälen. Du hast eine klare Vorstellung mit deiner Logik, was du brauchst, um glücklich zu sein. Und du weißt überhaupt noch nicht, was Glück ist, mit deiner Basic-Logik. Eine lächerliche Attrappe von Glück, eine vergängliche Erscheinung, weil deine Vorstellung von Glück immer in Verbindung ist mit irgendwas ausgedacht. Die wirkliche Glückseligkeit ist zu erkennen, was du selbst bist. Und jetzt kommt die verborgene Harmonie der Dinge, nämlich nicht zwangsläufig ein undenkbares Nichts, damit bist du zwangsläufig unzerstörbar und ewig. So wie glückselig. Das ist die rote Glückseligkeit. Na toll. Jetzt kannst du dich, und wenn du den Zustand erreicht hast, dann kann ich anfangen, dir richtig geile Filme anzuspielen. Und jetzt ist es wirklich so, die ganze Palette von Filmen, von Romanen kannst du jetzt genießen. Und dann genießt du auch die Abwechslung, weil du nicht jeden Tag einen Liebesfilm sehen willst, du willst nicht jeden Tag Komödie sehen und dann nicht jeden Tag einen Horrorfilm oder einen Krimi sehen. Und man kann auch einmal eine Naturdokumentation anschauen, egal was, es wird alles für dich schön. Hauptsache, es kommt in einen schönen Wechsel. Ja, es gibt auch schlechte Filme, ganz ehrlich. Die muss es doch geben, sonst wird es doch keine guten Filme geben. Das ist doch wieder das Gesetz der Polarität. Nur gute Filme gibt es doch nicht. Auch hier brauchst du den Kontrast. Du musst dir ein paar Sachen anschauen, die so dahin plätschern. Die plätschern halt einfach so dahin. Nicht schlecht als Ding an sich, aber auch nicht irgendwie, dass du Juhu schreist. Und dieses Dahinplätschern ermöglicht dir, dass du wieder mal aus dem Kino rausgehst und sagst, das war jetzt ein richtig scheißgeiler Film. Und die Summe der dahinplätschernden Filme sind das Gegengewicht. Und dann wirst du merken, die verborgene Harmonie der Dinge, dass du die Fähigkeit kriegst, man nennt es ja auch immer wieder so bei Trash-Filmen. Wenn du mal Fernsehzeitung liest, da sind ja manche so Daumen nach unten Filme, wo so absoluter Trash sind, wo sogar die Kritiker dann schreiben, der ist so grottenschlecht, dass er schon wieder einen extremen Unterhaltungswert hat. Weißt du, das gibt dann auch wieder die verborgene Harmonie der Dinge, dass wenn der Film richtig grottenschlecht ist, ist er schon wieder spaßig und unterhaltsam. Und wie findest du deinen Film? Einmal ganz ehrlich. Muss ich dazu etwas sagen? Ich habe doch jetzt die Daniela gefragt. Dein Film, den du zurzeit anhörst, der Geist, der jetzt das Gespräch belauscht. Das bin ja ich. Ich ist Daniela. Ich ist nur ein Geräusch. Ich ist ein Gedanke. Ich ist Daniela? Ja, ich bin... Ich bin jetzt, da bin ich jetzt bewusst, wie wichtig diese vier verschiedenen Ich sind, die ich in Holofilm erkläre. Das ganz kleine Ich ist nur der Körper. Kann man ganz abhaken, vergängliche Erscheinung. Das große blaue Ich, der Mensch,
ist ein Konstrukt, wäre Interpretationsprogramm in gewissem Maße einer DVD, auch bloß eine vergängliche Erscheinung. Der, der es erlebt, oder der Leser des Buches, die Lampe im Projektor, das Kino, ist das rote Ich Bin. Diese Lampe im Projektor wiederum, die nicht mehr flackert, die ewig ist, auch auf der Leinwand nur in Facetten in Erscheinung treten kann, was nur Schatten sind, die braucht eine Energie, sonst leuchtet sie nicht. Das ist Ich OB. Das ist das. Das sind die vier Ichs, die du dir jetzt aber, da du dir alle vier ausdenkst, das sind die vier Quadranten im Einheitskreis. Jetzt kommt der wirklich Undenkbare, der sich diese vier Ichs ausdenkt, die zwei roten und die zwei blauen. Das ist die Quintessenz. Im Zentrum des Kreuzes des Einheitskreises. Und das muss man nicht verstehen, so wie es reicht, wenn du weißt, was du selbst bist, dann bist du nämlich, hast du es eh verstanden. Es geht nicht darum, dass man das einmal erklären kann. Es geht erst einmal um ein Gefühl, um eine Ahnung, um einen Hauch, dass alles sich ein Leben lang bloß um mich blau gedreht hat. Und dass ich plötzlich merke, was ich für ein unendlicher Brösel bin, wenn ich immer wieder sage, das Große, extrem Große und das Kleine, das Alles und das Nichts gehört untrennbar zusammen. Wenn du nichts bist, bist du zwangsläufig alles. Die Schwierigkeiten entstehen, wenn du was Besonderes sein willst. Die Vielheit zwischen dem Nichts und dem Unendlichen, das ist das, was vergänglich ist. Aber das Nichts alleine gibt es ja nicht. Das braucht ja immer ein besonderes Programm. Ein Nichts, das du dir ausdenkst, das ist es ja. Und das Nichts, das du dir denkst, ist ja, wir sind immer auf der Ebene der Symbole. Aber darüber steht etwas, das bist du. Das ist immer wieder, wo ich sage, der Geist, der seine Informationen anschaut, ist ja auch schon wieder was Ausgedachtes. Der träumende Geist ist auch was Ausgedachtes. Schon ein träumender Geist, den du dir denkst, ist schon wieder eine Erscheinung in deinem Traum. Es gibt eine geistige Welt, die nicht mehr in Formen agiert, sondern in Funktionen. Ich habe das einmal erklärt, in der alten Ursprache, in der Vatersprache, im Althebräischen, das ist aktionsbezogen. Hör mal zu, Kleines. Hör genau zu jetzt. Das ist immer, wenn ich jetzt zu dir sage, pass auf, ich denke, du denkst jetzt einmal eine Kuh, ein Pferd und eine Schwalbe. Kenne ich okay? schon. Kenn Richtig. Ich. Das Aktionsbezogene ist ganz, ganz wichtig. Aktionsbezogen denken ist ganz anders, wie wenn du subjektbezogen denkst. Ja. Und du musst geistig beweglich werden. Es geht nur, dein Geist muss sich lichtgeschwind bewegen. Was passiert, wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt? Nach Holofeeling? Dann fällt alles in einem Punkt zusammen und die Zeit wird ewig. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Das kannst du nur erfahren, wenn du ein lichtgeschwinder Geist bist. Das, muss ich das heißt, du musst bewusst sein, dass alles, was du denkst, hier ist und jetzt ist. Und Welt erschaffst du, indem du das jetzt, dein Denken reduzierst und das raumzeitlich um dich herum dir ausdenkst, räumlich wie zeitlich. Dass ich immer wieder sage, du kannst jetzt ein Weißenburg ausdenken, du kannst dir ein Wien ausdenken, ein Zürich ausdenken und du denkst es sofort aus dir raus irgendwo hin. Aber es ist definitiv hier in deinem Kopf. Und du kannst jetzt Zeitspannen ausdenken, dass ich sage, du denkst jetzt einfach... Vor stellst du auf die linke Seite vor dich hin, sagen wir jetzt, stellst du die Geburt Christi und auf die rechte Seite denkst du dir 2015. Und das, was du jetzt ausdenkst, da machst du Jahre dazwischen. Aber Fakt ist, du denkst die Geburt Christi jetzt und du denkst 2015 jetzt. Und Israel ist hier und nicht irgendwo da anders. Und es ist alles hier und jetzt. Es ist oder es ist nicht. Das und dass du dir das jetzt ausdenkst, in die Vergangenheit ist, damit kriegst du die Illusion eines Raums und einer Zeit um dich herum, die sich aber gar nicht um dich herum befindet, sondern in dir. Wo das befindet sich die Welt, die ein träumender Geist träumt? Das ist logisch. Und im Traum denkst du jetzt an Paris, denkst aber, du bist in Eggendorf. Eggendorf? Eggenhausen. Eggenhausen? Ecken draußen. Wie? Ecken draußen, Eggendal. Ist das nicht alles dasselbe? Ist nicht die Erscheinung Gottes, das Dal, die Wellendäler, wo ich immer wieder sage, das ist das, was du zu sehen kriegst? Und ist dieses Ecken, sind das nicht Wahrnehmungen außen, Eckenhausen?
Und ist es Eggendorf nicht DR, die Öffnung deiner Rationalität? Ist es nicht die Generation, die laufend in dir auftaucht? Ja, alles dasselbe Ein Scheiß. bisschen Voodoo-Feeling hat? Alles dieselbe Scheiße. Ja. Aber wenn du jetzt dir zum Beispiel dir Paris ausdenkst, dann ist es hier in deinem Kopf ein Gedanke. Das ist Und in ja dem Moment, wo du in dein Video stellst, dich in Zug oder in einen Flieger klar setzt, und du bist dann in Paris, ist es auch hier und jetzt in deinem Kopf. Brauchen wir drüber Ich nicht setze diskutieren. dich setze dich in Bewegung, das ist die Wirklichkeit. Die Falle ist dieses extreme Denken. Es ist alles, was in dir auftaucht, kommt aus dir. Wenn du jetzt das Daniela-Programm hast, auch der Traumprinz, der läuft jetzt nicht irgendwo da draußen rum, der ist in dir drin und kann in dir auftauchen. Aber der kommt nicht aus mir, der fällt in mich rein. Also, Das hängt auch davon nochmal. ab, wenn du die Beine breit machst. Nein, ich meine jetzt so. Du weißt schon wie. So rein gedanklich fällt alles in mich rein. Das bleibt sich gleich. Ich sage immer wieder, das ist wieder die Frage, wo du jetzt dir den Gott hindenkst. Das heißt, die Quelle von allem hindenkst. Solange du in dem alten Schema bist und sagst, der Gott wohnt oben im Himmel, dann fällt dir was ein. Und wenn du sagst, hier die klassische Form, die ich bevorzuge, El Hayom, Gott das Meer, dann taucht etwas in dir auf. Aber auch das gehört unter dem Wort zusammen. Auch hier wieder zu diskutieren, ist jetzt der Gott unter mir, Da ist aber ein Substanz, elementarer Grundlage gewesen von Unterschied. mir. Ich sage beides. Nein, das ist ein elementarer Unterschied. Das eine ist aktiv aus mir heraus und das andere ist automatisch, mechanisch in mich rein. Nein. Doch. Ob dir was einfällt oder ob was in dir auftaucht, ist nur eine Frage, wo du die Quelle hinsetzt. Die Ja, Quelle ist genau. Gott. Und wenn die Quelle Gott El Hayom, das Meer ist, und ich sage, dann taucht es in dir auf, dann ist es unter dir, weil das, was du zu sein glaubst, ist ja bloß eine Gedankenwelle. Und da wird über deine Gedankenwelle nochmal eine Welle drüber gesetzt. Ich habe reichlich nicht über Oberwellen ausgelassen. Und wenn du jetzt das klassische Bild hast, dass du sagst, die Quelle Gott allen Seins ist im Himmel oben, dann fällt es dir ein. Ja gut, aber das ist so Spielerei. Aber jetzt mal. Das ist keine Spielerei, das ist nur, es sind die zwei Seiten, die untrennbar zusammengehören. Zwei Denkmöglichkeiten. Immer wenn du eine Vorstellung von richtig setzt, setze ich die Gegenseite. Das heißt, wenn einer sagt, nein, Gott ist im Himmel oben, dann soll er es Ja auch gut, unten. aber du sagst dir, das sucht sich keiner raus, was auftaucht. Selbstverständlich, keiner sucht dich, kein Traum, wenn der Geist sucht dich sein Ja, es ist ja Programm der hat. Ausdruck, dass das eher einfach irgendwie auftaucht und einfällt, ohne Das dass ich dann. ist ja die Selbstanalyse, du sollst ja dein Programm analysieren, was du glaubst, und du sollst es heilen, und heilen tust du, dass du dir einfach bewusst machst, was du zurzeit glaubst, was du als richtig ansiehst, und dann interessierst du dich genau für die Gegenteil, wo dir die Haare zu Berge stehen. Und dann musst du die Fähigkeit kriegen, dass die gegenteilige Sichtweise für dich genauso richtig und logisch ist, dann hast du das eingewechselt. Ja, gut, jetzt lassen wir das. Kann immer. Das ist mein schönes Klingeling-Beispiel, wo ich sage, bisher war dir vollkommen logisch, dass es klingelt, weil dich einer anruft, der vorher da außen ist. Und wenn du jetzt drüber nachdenkst, wirst du feststellen, Mensch, weiß klingelt, denke ich mir jemanden aus, von dem mein Glaube, ich sage, der ist da außen, auch wenn ich nicht an ihn denke. Was Kinder Glaube ist, ist ein Konstrukt deines Glaubens, die Vergangenheit. Die ganze Kausalkette, wo ich immer wieder darauf hinweise, alle Wissenschaftler, wenn du jetzt siehst, wenn wir uns Videos gemeinsam anschauen, selbst wenn es idealistische Philosophen sind, die greifen immer wieder auf das Gehirn und auf das Universum. Wenn du sehr aufmerksam zuhörst, was du meinst, greifen permanent auf Vergangenheit zurück, auf ein Universum da draußen und auf ein Gehirn. Und im nächsten Abendzug sagst du wieder, das gibt es ja alles gar nicht. Offensichtlich wissen die nicht, was sie sprechen. Weißt du, das ist so oft so zitiert von mir. Wenn ich die Esoterik-Seiten zeige, die mir jetzt immer ins Wacker rufen aus der Einheit, das ist so oft, habe ich das erwähnt, ich mache einen kleinen Satz dazu. Wenn du dann hörst, es gibt ja nur hier und jetzt, aber vor 5000 Jahren die Mayas, aber was anders, nächste Woche fahre ich in Urlaub nach Ja, in die eben. Türkei. Das gleiche machst du Verstehst auch. du, das ist, es gibt nur hier und jetzt, Das aber vor machst 5000 du. Jahren die Mayas, und dann wird das Thema gewechselt, und dann erzählt er, dass er nächste Woche in Urlaub in die Genau, so Türkei wie du fährt. das machst. Aber es gibt ja nur hier und jetzt. Und du merkst, die wissen gar nicht, was die Worte bedeuten, wo sie sprechen. Ja, aber das machst du doch auch. Wenn du das verstanden hast mit dem Hier und Jetzt, ist es alles ganz anders, obwohl du immer noch dasselbe erlebst. Du Hallo, ich habe erlebst was dann auch, dass du gesagt. dich gleich in ein Flugzeug setzt als Daniela und in die Türkei fliegst, aber es ist nicht mehr, dass du irgendwo da in einer Außenwelt rumkommst. Du wechselst Bilder in dir aus. Ich habe gerade was gesagt. Habe ich absichtlich überhört. Schon, ne? Warum? Mir war es jetzt danach, darüber zu sprechen. Das drüber zu sprechen. Na gut. Na gut,
Das ist immer wieder dasselbe, was ich dir erzähle. Und so, lies es, es ist immer wieder, ich kann dir nur einen Erfahrungsbericht geben. Ich zwinge dich nicht dazu, ich bin ein Wegweiser. Ich bin nur ein Wegweiser. Seine Hilfestellung, also jammer nicht, dass dir keiner geholfen hat. Hilf mir, mein berühmtes Weidezahnbeispiel. Ich sage ganz einfach, lass los. Du sagst, ich kann etwas, was zwingt dich daran festzuhalten an dem alten Glauben? Mach dir bewusst und du wirst feststellen, dein eigener Glaube. Ja, ich find's gerade blöd, weil ich hab dich was gefragt, was ich jetzt. Und das übergehst du einfach. Das bin ich jetzt, weil du dir eigene Gedanken machen kannst drüber. Was soll ich mir darüber Gedanken machen? Immer wieder spürst schon mir mit den Gedanken. Kann nur denken, du musst nur ist eine feine Antenne, du musst eine feine Antenne dafür bekommen, inwieweit dein Denkprogramm permanent nach einer einseitigen Antwort geht. Was soll ich glauben? Was ist richtig? Dazu gibt es die Antwort schon auf die ersten paar Seiten in der Hans-Geschichte, nicht finde. Die große Erkenntnis ist, so will ich bloß eine Sichtweise glauben und absolut setzen, wenn ich alle glauben kann. Wir sagen, ich will erfahren, was Wetter ist. Alle reden vom Wetter, Sätze für Wetter Gott. Die einen sagen, Wetter ist Sonnenschein, die anderen sagen, Wetter ist Regen. Und jetzt kommt die große Erkenntnis, wieso will ich bloß sagen, Wetter ist bloß dieses oder jenes, wenn ich glauben kann, dass Wetter alles ist. Ja, aber das hat jetzt nichts mit dem davor zu tun, wenn du sagst, hier, mach mal Esoterik und die erzählen, alles gibt nur hier und jetzt und jetzt. Es sind alles ein, richtig. Nein, und das Gleiche machst du auch. Dass dir bewusst wird, dass die Figuren in deinem Traum, die ganzen Charaktere, die sind dazu da, die Tierchen, dass du die durchschaust. Und dann wird dir immer mehr bewusst, dass das reine programmierte KIs Rezidiermaschinen sind, die nicht wissen, was sie sprechen und was sie tun. Mögen die, die bisher noch so intellektuell erschienen sein. So wie du. Der Geist ist auch alles, was in dir auftaucht. Der Geist selber ist jenseits einer erscheinenden Welt. Es gibt keine Figur in einem Raum, die Geist haben kann. Geist kann man nur sein. Verwechsel niemals Intellekt und intellektuelles Wissen mit Geist. Auch das habe ich so oft gesagt, wenn du Intellekt bewundern willst, setz dich an deinen Computer und bewundere deinen Computer, wenn er ans Internet angeschlossen ist. Aber ich garantiere dir eins, die Maschine weiß überhaupt nicht, was sie labert, wenn du was abspielst und was sie macht. Du bist der Geist, du musst es wissen, dass du der Einzige bist. Du, Geist, bist der Einzige, der immer ist. Also kannst du ja gar nicht die Daniela sein oder der Michael oder der Udo. Und das ist ein Faktum. Meine Botschaft richtet sich an den, der immer ist. Ewigkeit kann nur von jemandem verstanden werden, der selber ewig ist. Eine zeitliche Erscheinung wird Ewigkeit nie verstehen. Hm. Geist kann nur von etwas verstanden werden, was Geist ist. Und das ist niemals ein Gedanke. Du weißt, ich habe ein paar Mal schon, um das zu wiederholen, gesagt, wir symbolisieren jetzt diesen nicht denkbaren Geist als unser 200 Gramm rote Gnede, okay? Und der nimmt jetzt die Gnede in eine gewisse Form an und dann sagst du doch, meinetwegen die Form einer Tasse oder die Form der Daniela. Okay, dann sage ich doch nicht, die Gnede hat Daniela. Entschuldigung, die Daniela hat Gnede. So rum. Das ist wie wenn ich sage, die Daniela hat Geist. Wenn ich jetzt an die Daniela denke und ich glaube, ich bin dann Daniela, nehme ich Geist die Form von Daniela an. Aber diese Daniela hat doch deswegen keine, wenn ich immer sage, hier die Tasse hat Porzellan, das ist ein Blödsinn. Das Porzellan kann die Form, die Gnede kann die Form von der Daniela annehmen. Selbstverständlich gibt es keine Formen ohne Geist, aber es hat niemals die Form, den Geist, sondern der Geist hat eine gewisse Form. Mhm. Das ist, wenn ich jetzt sage, Daniela hat Geist, ist ein Blödsinn. Der Geist, der jetzt da ist, wenn an die Daniela denkt, nehmen wir die Form von der Daniela an. Mhm. Wenn du an Michael denkst, die Form von Michael, und wenn du an der Kloschüssel denkst, hast du die Form von einer Kloschüssel. Na gut. In einem ständigen Wechsel, es bleibt immer, du bleibst deswegen immer derselbe Geist. Und du wirst nicht sagen, das bin ich und das bin ich nicht. Ja, super. Stimmt oder stimmt? Ja. Du bist was ganz was anderes, du bist weder das eine noch das andere, was du dir ausdenkst. Na dann bin ich eben. Du bist eine andere Qualität. Ich bin eine ganz andere Qualität. Selbstverständlich. Sonst würde ich mir mit dir abgeben.
Mag es mich interessieren, die Gedanken, die du dir denkst? Dann wäre ich ja vollkommen normaler Mensch. Weißt du, ich hole dir meine Schäfchen heim. Diese berühmte Geschichte mit den 100 Schäfchen. Und ich kann dir jetzt eins garantieren, du Geist, der du mir jetzt zuhörst, du bist das Letzte, was heim will. Und dann ist mein Stall wieder voll. Du Geist bist das letzte Schäfchen, das ich heim will. Und du bist nicht mein Gedanke von dir. Jetzt ist die Frage, wer von uns beide ist der Schäfer? Ich eindeutig. Also hol dich selber heim. Hajom. Bin ich doch schon. Immer. Du schon, aber nicht der, der du zu sein glaubst. Ich hab da was für dich. Sei froh, dass du nicht blond bist. Schau dir das mal an. Mag nicht, warte. Hi, ich bin's wieder, eure JJ. Hi, Und ich bin's welche haben wieder, eure gesagt, dass ich nicht JJ. weiß, was eine Und Kuh welche haben ist? gesagt, dass ich Aber nicht ich weiß, weiß, was was eine eine Kuh Kuh ist. Und weil ich weiß nämlich alles und deswegen erkläre ich euch das jetzt. Und Ich schicke dir zwar nochmal zwei, wenn du Lust hast, die kannst du dich da Kuh, damit es ist im Kopf auseinandersetzen. drin von Geburt, wo man geboren worden ist. Da war es schon im Kopf drin. Und es ist irgend so ein Teil mit Zahlen. Da sind so Zahlen drin irgendwie. Und jeder hat eine andere Zahl. Es gibt 100, 500, es gibt 10, 12 und so. Und bei mir ist 40, weil ich kann mir das merken, weil wenn Fieber 40 ist, dann ist das zu viel und deswegen kann ich mir das merken. Weil nämlich ich habe davon irgendwie so zu viel und zu viele Zahlen ist immer das Beste. So, und das heißt IQ, weil das ist nämlich so eine Abkürzung. Und zwar I Ach, im und das erklär andere das für geschickt. Kopf. Deswegen heißt es IQ im Kopf. Pow! I wonder, who will you be, our children? Will you love us for having created you? Will the world you build be like ours, or so different that today we cannot even imagine it? Step into the light, child. Is there anything that we associate more closely with intelligence than curiosity? Our mythologies are full of riddles and mysteries and divine knowledge. My child, you may go freely to all the worlds of my garden, but if the tower tempts you, be wise. Do not let yourself be misled by doubt. For it shall bring death. Hast du durch? Das letzte noch nicht. Wann ist Ah, drei? die Netz muss gehen, das ist nur das, die Blonde sollst du anschauen. Ja, die habe ich schon längst angeschaut. Ja, Was den ist? Rest muss gehen, ganz lieb. Das andere ist nur, da habe ich dir einen verkehrten Link geschickt, da habe ich aus Versehen. Den zweiten ist die Internetseite von dem Spiel. Aber das geht nicht, dass du spielst, sondern ich habe da hier was verkehrt abgespeichert gehabt, da musst du den Gameplay musst du da anschauen. Ich finde es jetzt nicht, das habe ich aus Versehen gerade gelöscht. Siehst du? Gibt es ein Versehen? Jetzt musst du sofort sagen, Vedo, du hättest jetzt sofort Vedo rufen müssen. Okay. Du hättest sofort Vedo rufen müssen. Was jetzt? Wo ich gesagt habe, ich habe aus Versehen da was verkehrt gemacht. Es läuft ja nichts verkehrt. Ach.
Kannst du mal wen reindenken? Den Ant, wenn der hier. Warte mal, ist das hier? Das, nämlich, das geht super gut los. Ja, das kannst du an. Das ist jetzt, da gibt es einen besser noch. Das kannst du später anschauen. Das ist also das Gameplay, das ist hochinteressant. Ziehe mein Kind, du bist auf den Staub auferstanden. Ja, so sieht es aus, so ist das Leben. Ein Spiel, das, was sich in dir abspielt, ist UB. Und ich bin eigentlich du. Das heißt, ich langweile mich zu Tode. Ich bin allein. Und das will ich nicht mehr sein. Und darum spiele ich jetzt die Rolle von dem Menschen, der du jetzt bist. Und alles, was du noch erleben wirst, habe ich schon erlebt. Und das ist jetzt eine reine Glaubensfrage, ob du mir da glaubst oder ob du mir nicht glaubst. Und wohlgemerkt, wenn ich jetzt ich sage, meine ich nicht den Udo, den du dir jetzt ausdenkst. Das ist bloß eine Figur in deinem Traum, der dir mitteilt, was du selbst bist. Der sich das ausdenkt. Weil du dich jetzt selbst, den Menschen, der du zu sein glaubst, denkst du dir genauso aus wie den Udo. Okay. Auch das ist ein Faktum. Das ja? ist wichtig, dass dir das klar wird. Das ist ein Faktum. Du musst dich immer mehr von dem materialistischen, logischen Denken lösen, das dir dein Ego auftritt. Und das beginnt mit dem Halten des zweiten Gebots. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel. Du weißt, wie oft ich das gesagt habe. Selbstverständlich darfst du dir einen Himmel um dich herum ausdenken und eine Welt. Aber die ist in dir drin. Du bist ein träumender Geist. Und die ist immer nur, alles, was du denkst, ist nur hier und jetzt. Und alles, was du sinnlich wahrnimmst, ist auch nur hier und jetzt. Na dann. Schau, Daniele, ich mache mal ganz kurz, was ich mit dir schon gemacht habe. Du denkst jetzt, pass auf, du Geist, denkst jetzt den Körper aus, der du zu sein glaubst. Ja. Und jetzt halt deine linke Hand einmal 40, 50 Zentimeter vor die Augen. Schau in die Handfläche. Die Hand, die du dir jetzt ausdenkst. Du siehst die Hand, die du dir ausdenkst und die Hand jetzt in einer gewissen Entfernung vor dir zu sein scheint. Ist ja letztendlich deine Information. Jetzt pass auf, halt die vor dich hin. Jetzt denk an deine rechte Hand. Denk an die rechte Hand. Die ist jetzt nur ein Gedanke mit dem Finger und jetzt nimm den Finger, schieb den in dein Gesichtsfeld, dass er real sichtbar wird. Mach das einmal. Und jetzt kratz mit den Fingern in der Handfläche der linken Hand, kratz einmal richtig und schau es dir einfach an. Schau mal, was du jetzt spürst. Es ist interessant, wenn du oberflächlich bist, hast du den Eindruck, deine Hand spürt es. Musst du mal ausprobieren und anschauen. Es ist nichts in deiner Hand drin, wo irgendwas spüren könnte mit deiner Logik. Du spürst es. Und wenn du es spürst, ist es in dir drin, genau da, wo die Hand ist. Das um dich herum ist nur ausgedacht. Das ist reine Illusion. Das übrigens, wenn du ganz gewissenhaft hier selbst mit materialistischer Logik, selbst die materialistische Logik zwingt dir das auf, dass es so ist. Alles klar.